Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld Apes Exodus. Genau, und wir sind hier bei den Modomo. Ist das richtig? Sieht man das hier, ob das die Modomo? Modomo Walls, genau. Modomo heißen die sogar. Nicht Modomo, sondern Modomo. Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns in den Hintergrund. Wir fangen direkt an, direkt 150% geben. So, und wir fangen oben links an, gehen dann nach unten links, dann die Mitte, dann die andere Mitte und dann oben rechts, unten rechts, würde ich sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich glaube, ich bin in das Beschissenste reingegangen. Ja, natürlich. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich die aufmachen muss. Ich lasse die mal noch zu. So, was haben wir hier noch? Nochmal. Wir haben nur einen Versuch, so wie das aussieht, denn da drüben ist nur... Ich muss das aufmachen, oder? Ach, guck mal. Nehmen wir das hier doch mal direkt. Ja, ich glaube, das war sehr knapp. So. Den haue ich mal hier in den Bildschirm. Hier hin. Ich schätze mal, der wird auch da drüben stehen bleiben. Man sieht zwar den Kopf, aber ich glaube, der bleibt da. Der Pyramide. Ja doch, ist richtig, der Pyramide. So. Na? Sehr gut. Jetzt haben wir beide hier. Also dich bringe ich schon mal hier hin. Und dich muss ich auch noch übernehmen. Dann gehen wir dann auch darüber und dann ist das sehr schwierig auf jeden Fall. Denn die beiden Freunde von uns werden uns hinterher rennen. Und wir müssen auf den Plattformen zum Stehen kommen. Das ist wundervoll. So. Das war knapp. Oh. Ich mach mal ein Quick Save. Das war auch sehr gut. Top eBayer, gerne wieder. Oh, da hätte ich einen Quicksave machen sollen. Hab's aber geschafft. Nein, ich bin so... Alter, ich bin so dumm. Ich hab den im Hintergrund vergessen. Komm ich nochmal zurück? Ist das möglich? Ich hab den echt nicht gesehen. Habt ihr den gesehen vorhin? Ich war so... So vertieft irgendwie. Ja, tut mir leid, ich muss von dem Pfad wieder anfangen. Ich hoffe mal, dass ich dann hier Anfang des Levels hinkomme. Bitte? Ja, sehr schön. So, müssen wir jetzt erstmal... Den ganzen Quark müssen wir jetzt nochmal machen. Weil ich zu blöd war... das Geisterschloss kaputt zu machen. Ich hab das nicht gesehen. Ich habe nur auf den Vordergrund geachtet. Da war mir scheißegal, was hier hinten los war. Wenn da ein Scrap gewesen wäre, der hätte mich niedergemäht.
Ja, habt ruhig Angst. Was war das denn? Das war voll die gute Attacke. Ja, doch, hier bin ich. So. Du bleibst da. Ich glaube, das ist mir, glaube ich, jetzt das erste Mal aufgefallen, dass sich die Paramites nicht bewegen. Also sie drehen sich, wenn dann nur um auf der Stelle, aber die laufen nicht durch die Gegend wie Scraps und sowas. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Lass mein Paramite in Ruhe. Das ist voll die gute Attacke, ey. Du musst mir mitkommen, bitte. Der steht mir nämlich zu weit vorne. So. Ich muss den nach hinten manövrieren. Weil sonst passt das nicht. So. Okay. Haben wir das Geisterschloss kaputt gemacht? Ich meine schon, oder? Scheiße. Das war auch knapp. Ich bleib einfach mal in der Rolle. Nein! Gut, dass ich einen Quicksave gemacht habe, aber wir haben das erste Geisterschloss kaputt gemacht. Oh Mann. Solche Probleme schon bei dem ersten. Bei dem ersten Level, aber ich habe mir das schon gedacht, weil ich finde das blöd. Aber das war's schon. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ich habe die ganze Zeit die ganzen Paramonia-Sachen im Kopf aus dem ersten Teil. Ah, das ist auch doof. Gut, bevor die mich nur hier killen oder so. Okay, hier wäre alles bereinigt. Da müssen wir hoch. So. Oh. Natürlich. Gut. Zweiter Versuch. Wird man noch keinen Quicksave machen. Aber ich meine, wir brauchen nicht beide. Und ich glaube, das wird auch reichen, wenn ich so springe. Da muss ich nicht mit Anlauf. Weil es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, mit Anlauf da drüber zu kommen. Ich mach jetzt trotzdem einen Quicksave. Ja, sehr schön. So, da müssen wir den nach oben. Und ich glaube, den kann man dann da oben sitzen lassen. Und dann geht der, glaube ich, eigentlich auf den Sack. Ich könnte den eigentlich auch entsorgen, oder? Da geht's ganz schön tief runter. Okay. Also ich glaube, wir brauchen jetzt keine mehr. So, hier kommen wir so hoch mit dem Lift, den wir uns eben geholt haben.
Das war doch mal entspannt. Das... Ich glaube, ich hätte es mir schwieriger gemacht, wenn ich die irgendwo stehen lassen hätte. Die Pyramide. Jetzt ist es die Pyramide. Ja, ich glaube, das war's hier, ne? Ich habe jetzt keine Fläschchen oder so gesehen. So, Nummer 2 hätten wir. Ich mache jetzt mal eine Speicherung auf der Memory Card, damit ich nachher nicht irgendwie das Falsche überschreibe, weil Jule Z hatten wir das letzte Mal genommen, deswegen nehmen wir jetzt das normale Jule. Moment. Möchte das hier gerne überschreiben. Und nicht mit Jule Z. Duffkopf. So. 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 Dann. Die Mitte der linken Seite. Wo kommen wir denn hier hin? Wo kommen wir denn da hin? Ich glaube, das sag ich jedes Mal. Sagt mir so jetzt gerade nichts. Ah, okay, doch. Fläschchen, da habe ich Fläschchen gesehen. Okay. Wir machen einen Quick Save. So, das hätten wir. Und da oben sehen wir Fläschchen. Jetzt weiß ich nur nicht, wo das Geheimnis ist. Ist das hier? Sie! Wofür ist der Brunnen da? Wow. Ich schätze mal, da werde ich nachher rauskommen aus dem Brunnen. So. Ich war mir jetzt so unsicher. Ich habe einfach direkt irgendwas gemacht und dann habe ich gesehen, dass da diese... Ah, ich muss den, glaube ich, unterbrechen. Ich müsste in den... Ach, komm. Ich glaube, ich muss ihn die ganze Zeit ansprechen oder so. Damit der mit der Kacke aufhört. Aber ich werde erstmal direkt einen Quicksave machen, wenn ich reinkomme. So, Quicksave. Nein! What the f- Da! Oh no! Ey, das ist... gar nicht mal so blöd, die da in die Fleischsäge reinlaufen zu lassen, oder? Ich glaube, das muss ich sogar. Okay.
Das war sehr gut. Ich mache einen Quick Save. Oh. Da war ich ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu früh. Aber ich werde die versuchen, in die Fleischsäge reinfallen zu lassen. Ob mir das so zu 100% gelingt, ist mir noch dahingestellt. Ich setze mich einfach mal hier hin. Naja, fast. Eine war über und die ist mir leider nicht in die mittlere reingegangen. Da war ich... Ich hätte nochmal zurückrollen sollen. Ich war da aber zu sehr... War ich mir sicher, dass die da reingeht. Ach, mein... Das ist echt... Das ist echt schlecht. So, nochmal. Ich habe alle Zeit der Welt. So. Warum ist er gegangen?